sozusagen die Orte zum Schwingen, zum Erklingen, auch zum Betanzen. Worauf, okay, also vielleicht kannst du noch näher darauf eingehen, worauf möchtest du hinweisen mit der Performance? Naja, hinweisen, also ich glaube, wenn Kunst auf etwas hinweisen will, dann ist pädagogisch und eigentlich nicht das, was mich interessiert. Es ist eher so, dass es mich interessiert, Fragen zu stellen. Aber ich glaube, da muss jeder damit selbst umgehen, was es für sie oder ihn bedeutet, weil die Stille, eine Glocke, die Landschaft ist ja für jeden etwas anderes. Ja, es geht letzten Endes, wird es eine Explosion hier an der Stelle, die wir da gerade ausheben geben. Ja, die bereiten wir gerade vor und wird es eine relativ kontrollierte Sprengung von einem Bürotechniker und wir zerstören somit quasi diese Postkarten-Idylle und setzen da Zeitskulptur hinein, die eine sehr komprimierte Symphonie ist. Unwohn mein,
warm hat, dass ich viel schreit. Und wann mein Lehr mich wieder kennen, da ist heute die euer schönste zusammen eben das Projekt Das Gelbe vom Gau. Das ist eine Ballonhüllenskulptur, die sich sehr stark vom Wind abhängig mal aufbläst, mal in sich zusammenfällt. Mhm. Sie ist begehbar, sie ist aus der Distanz betrachtbar, sie ist für jeden das, was er darin sieht. Und da spielt uns der Wind sehr gut in die Hände. Wir brauchen den Wind. Und wenn der Wind nicht da ist, dann gibt es künstlichen Wind. Let's say in the real world, in the physical world, when you hear a sound, the sound comes from somewhere. And so you have a location for that sound, like it's specialized. And so for me it was kind of also natural to underline where the sound comes from and how the sounds move in the space with the use of light. Entschuldigung, was machst du da? Ich baue einen Zaun nach Mitterhof, von hier nach Mitterhof, immer den Radweg entlang. Wieso? Ach, ich finde das ganz interessant, wie sich so ein Zaun als Element durch die Landschaft bewegt. Okay, danke. Und wir schippern ganz, ganz langsam jetzt ein Stückchen am Ufer entlang, werden so Richtung St. Wolfgang fahren und drehen dann um. Und wenn wir umdrehen, dann ist wahrscheinlich so langsam Zeit auch, dass wir in die Klänge hören von Jana Irmert. Thank you.
Ah ja, sind wir nach Laufen gefahren und dort wieder einen Würfel ausgestochen und den dabei gehabt vom Fuschel und haben den dann eingesetzt. Und das haben wir dann 10 Mal gemacht, bis dass wir eben am Schluss dann wieder mit der letzten Aushubstöhe bei der ersten wieder waren. So hat sich der Kreis dann geschlossen, genau. Und haben dann eigentlich 400 Kilometer quer durch den Flachgau zurückgelegt. Uns ist in erster Linie viel um Bewegung gegangen. Also Bewegung von eigentlich träger Materie durch den Menschen, also inszenierter Bewegung. Das, was ich unterwegs schrieb, war nicht für Leser gedacht. Jetzt, fast 4 Jahre später, als ich das kleine Notizbuch wieder in die Hand nahm, war ich seltsam berührt und der Wunsch, den Text auch anderen, mir Unbekannten zu zeigen, überwog die Scheu, die Tür so weit für fremde Blicke zu öffnen. Die Tankstellenwand quasi oder das Dach hochschraubt und dann sich zu einer Plattform entfaltet. Die Idee hinter dem Ganzen ist so ein bisschen Aussicht schaffen an einem Ort, wo man ihn sonst nicht hat.